So, guten Morgen. Heute Tag 2 meines Radweges Berlin-Leipzig. Danke ja schon im Einsatz. Kaffee ist schon fertig. Hier habe ich noch 2 Eier drin. Die esse ich jetzt dann am liebsten weich gekocht. Also die Nacht war doch ziemlich kalt. Gestern über 20 Grad in der Nacht. Das hat glaube ich runtergekühlt auf 4 Grad. Mich hat es ziemlich gefroren da drin in dem Zelt. Aber ich habe es überlebt. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich sag, ich werde jetzt frühstücken und dann Zelt abbauen. Alles wieder in die Satteltaschen tun. Und dann geht's los. Ja, wir sehen uns gleich. So, die Route ist berechnet. 113 Kilometer bis nach Berlin. So, gestern Gesamtstrecke hatten wir 132,68 Kilometer. Na, dann geht's los. So, zum Zeltplatz will ich noch was sagen. Also, der war super. Alles sauber. Sehr freundlich, die Dame. Ich habe jetzt bezahlt. 12 Euro habe ich bezahlt und es gab noch Brötchenservice, da habe ich 2 Stück bestellt. Da mache ich dann Mittag eine kleine Pause irgendwo. Ja, jetzt bin ich 3 Kilometer gefahren, ich glaube noch 2 Kilometer, dann bin ich wieder auf den Radfahrenweg Berlin-Leipzig. Ja, die Dame vom Zeltplatz, die hat mir noch erzählt von der Fleming Skate Route, das ist ja optimal hier. Das sind ja über 200 Kilometer, wo man hier fahren kann. Mir schwebt da schon wieder so ein Abenteuer vor im Sommer. Meine, vom Berlin her sind es 115 Kilometer, Tag übernachten, am nächsten Tag hier eine schöne große Runde machen und am nächsten Tag zurück. Das wären 3 schöne Tage. Ja, der Sommer kommt erst. Ja, es steht auf meiner Liste. So, ich bin wieder auf dem Radweg Berlin-Leipzig. Hier drüben haben wir auch noch eine Bank. Aber ich setze mich da nicht drauf. Also solche schöne Radwege, es ist der Hammer. So, aus Jüterbock bin ich raus. Jetzt geht's, das nächste Ding ist Werder, 2 Kilometer und hier geht's nach Klosterzinner. Und hier einen ganz lieben Gruß an unsere Mutti vom Verein, die hat hier mal gewohnt. Da soll ich mal einen Gruß rüber schicken. Ich bin jetzt hier bei einem Rewe und habe einen Kaffee geholt und ein Stück Kuchen mit Mandarinen. Das war jetzt ein langes Stück, circa ja, über 10 Kilometer auf der Landstraße. Ja, es war nicht viel Verkehr, aber
Landstraße fahre ich nicht so gern. Und dafür gönne ich mir das jetzt. Ja, Berlin erreicht. Ja, jetzt sind es ungefähr nur 12, 13 Kilometer bis zum Brandenburger Tor am Ziel. Ich hab's geschafft. Ich bin am Ziel, am Brandenburger Tor. Wahnsinn. Also, Fazit von dem Radweg Berlin-Leipzig. Er ist super. Bis auf jetzt, ja gut, wenn man nach Berlin reinkommt, ist nicht so der Hit gewesen. Ja gut, ist Stadtverkehr. Aber da muss man durch, wenn man so einen Radweg fährt. Ja, dann gucken wir mal in Statistik. ...239,36 Kilometer. Also die Beschilderung von dem Radweg ist super. Also man hätte gar kein Navi gebraucht. Kommt man alles mit den Schildern finden. Super gemacht. So, ich werde jetzt nach Hause fahren. Das sind nur 10 Kilometer bis Lichtenberg. Und dann hau ich mir erstmal aufs Sofa hin. Ein bisschen chillen. Und später soll ich mal die Videos machen. Wir sehen uns vielleicht wieder, wenn ihr wollt. Ich fahre in 2 Wochen nach Bayern zu meinen Eltern. Bleibt da ein paar Tage und werde da sicher ein paar Radtouren machen. Also, würde mich freuen. Macht es gut. Tschüss.